Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 14 Sekunden. Ich bin gespannt, was heute Neues reinkommt. Kratos sollte eigentlich im Shop drin bleiben. Es gab auch keine besonderen Shop-Leaks, wo ich jetzt genau weiß, was reinkommt. Ich bin gespannt. 3, 2, 1, let's go. Okay, die Weihnachtsskins sind immer noch unten am Start. Kratos ist immer noch da. Übrigens, das letzte Lacherpaket ist jetzt auch am Start. Beziehungsweise im Shop für 30 Euro könnt ihr euch das Ganze hier kaufen, würde ich euch nicht empfehlen. Übers Internet kriegt man das Ganze 21 Euro, 22 Euro kann man das Ganze sich darüber kaufen, ganz ganz easy. Dann haben wir hier, was haben wir noch Besonderes, Creator Code ist auch rausgeflogen, tragen wir kurz ein, FER-JUS, danke fürs Eintragen, falls ihr es tut. Ich bin gespannt, was wir oben haben. Also hier haben wir, okay, ich glaube nichts Seltenes, auch nichts Besonderes, oh. Okay, Rowley, Last Forever, 2 Copyright, ja, Emotes. Wir haben hier die Kollegin, Zuckerfee für 1,5, finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hat jetzt hier keinen zweiten Stil bekommen, aber ist nach knapp einem Jahr wieder zurück. Dann haben wir hier den Kollegen hier, den Grimby, mit einem reaktiven Backbling. Das wird dann wahrscheinlich leuchten, je länger ihr überlebt, denke ich mal. Oder in der Nacht, hat hier auch zwei Stile der Skin, einmal so und einmal etwas böse. Was gibt es hier noch? Dann haben wir hier die passende Spitzhacke. Die ist cool. Ist auch reaktiv, fängt an zu leuchten. Cooles Emote. Kann man zu zweit tanzen übrigens. Und dann haben wir hier Rowley. Kann ich nur ganz kurz abspielen lassen, denn ansonsten gibt es Copyright-Probleme. Dann haben wir hier diese Ninja-Skins. Finde ich jetzt nicht so besonders, muss ich ehrlich sagen. Hier die männliche Variante, auch nichts Besonderes mehr. Und dann haben wir hier den Falken, der ist heftig. Für 1,5 ist es wirklich ein krasser Gleiter. Dann gibt es hier die passenden Spitzhacken. Die gehen. Also doppelhändig gefällt mir eh nicht, aber der Sound ist cool. Die ist cool. Für 500 geht es völlig fit. Was gibt es hier noch? Nichts mehr. Dann haben wir hier weitere Skins. Gibt es irgendwas Seltenes heute? Ich guck mal ganz kurz nach, ob irgendetwas Seltenes da ist. Wir haben heute 367 Tage ist das Seltenste. Ich schaue mal ganz kurz nach, was das genau ist. Aber ich denke mal, das sind die Weihnachtsskins, also der Gnom da oben. Ja genau, 367 Tage ist der Gnom alt. 345 ist der erste von oben alt. Und ansonsten haben wir nichts Besonderes Seltenes. Die hier ist 24 Tage alt. Nö, der Rest dann so 30, 31, 40 Tage alt. Zu dem Skin kann ich nicht viel sagen, gefällt mir jetzt nicht so. Dann haben wir hier Wüstendominiererin für 800. Ist es eigentlich ein fresher Skin? Beste Lackierung, beste günstigste Lackierung ist sehr, sehr nice und gar nicht mal so auffällig. Den Helikopter gibt es leider nicht mehr. Ich glaube, das soll den Helikopter hier darstellen. Deswegen ist das Ganze hier verbuggt. Ja, eindeutig verbuggt. Spektralhacke, zu oft da gewesen, muss ich ehrlich sagen. Aber immer noch eine coole Hacke. Ja, warum nicht? Was gibt es hier? Oberpeinlich, war zuletzt vor 32 Tagen zuletzt da gewesen. Und dann haben wir hier Schere, Stein, Papier, zuletzt vor 30 Tagen zuletzt im Shop da gewesen. Dann gibt es hier noch das ganze Kratos-Zeug hier. Sehr, sehr nice. Außer der Skin gefällt mir jetzt eher weniger. Da gibt es übrigens einen gratis Skin, also einen Skin-Stil, falls ihr die PlayStation 5 besitzt. Dann weitere Weihnachtsskins, Paket, Battle Pass und das Crew-Paket. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Shop-Video.